Wenn du ein Online-Business hast, Beratung, Schulung, Online-Kurse, je nachdem, anbietest, dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit auf deiner Website eine Möglichkeit, ein Erstgespräch mit dir zu buchen. Und wie cool wäre es, wenn wir jetzt ein bisschen AI ins Spiel bringen, künstliche Intelligenz, und ein bisschen Automation uns dabei hilft, solche Gespräche vorzubereiten. Okay, auf meiner Website habe ich als Beispiel hier oben Let's Talk. Wenn jemand interessiert ist, mit mir zusammenzuarbeiten, klicken Sie hier. Und ich habe hier das Tool Acuity Scheduling. Häufig wird Calendly verwendet oder You Can Book Me oder andere Terminbuchungstools. Gibt viele. Das Prinzip wird in allen Fällen gleich sein. Wenn ich jetzt also als Wunschkunde von Sam ein Erstgespräch buche, klicke ich hier Buchen, wähle einen Termin, der frei ist im Kalender von Sam und fülle ein Formular aus und sende das ab. In diesem Formular sind Felder drin, die ich definiert habe mit Herausforderung, Ziele, welche Unterstützung gewünscht wird und auch die Website-Adresse. Jetzt bauen wir eine kleine Automation, die sobald ein Erstgespräch gebucht wird, hingeht, diese Website anschaut, ein bisschen analysiert, sich eigene Gedanken macht und daraus dann eine E-Mail mit ersten nützlichen Infos und Tipps bereitstellt und in meinem Fall jetzt mir zusendet. Oder man könnte sich überlegen, dass das direkt der Kundin zugeschickt wird. Das wäre recht cool. Also das könnte jetzt 5 Sekunden nach dem Buchen, könnte die E-Mail schon kommen, inklusive individuellen Tipps, passend zu der Website dieser Person. Sehr cool, sehr günstig machbar. Nämlich mit einem kostenlosen Make-Account, make.com, Link unter diesem Video, wenn du da mal reinschauen willst. Ich mache ein neues Szenario, so heißen Automationen in Make. Ich nenne das Erstgespräch vorbereiten mit AI. Why not? Jetzt, in meinem Fall, wie gesagt, verwende ich Acuity, also hänge ich hier ein Acuity-Modul rein als erstes, das überprüft, hey, bucht jemand und sobald jemand bucht, kickt es die Automation los. Wenn du Calendly verwendest, dann suchst du hier nach Calendly und da Watch Event triggers when an event is created. Also genau dasselbe. In meinem Fall muss ich jetzt Acuity nehmen. Acuity Scheduling, Show More hier, Watch Appointment. Okay, das hört zu. Create a Webhook, da muss man ein bisschen durchklicken und ich wähle da nur, wenn scheduled. Also nur, wenn neue Termine gemacht werden, nicht, wenn eines storniert wird oder zeitlich verschoben wird, das interessiert mich alles nicht. Nur, wenn neue Termine kommen, save. Soweit, so gut, okay, das ist gut. Weiteres, das bringt uns nur die ID dieses neuen Termins, also die Nummer. Ich brauche nochmal ein Acuity-Modul, um die Inhalte wirklich herauszulesen. Und zwar Get Appointment, das heißt, ich lese die Details dieses Termines heraus, also zum Beispiel, was die Person in diesen Formularfeldern eingegeben hat, vor allem die Website-Adresse. Also Get Appointment. Okay. Connection habe ich schon erstellt. Wenn du das noch nie getan hast, musst du ein paar Klicks machen. Das ist alles hier mit diesem Link Online Help Schritt für Schritt ganz einfach erklärt. In meinem Fall jetzt will ich aus dem ersten Modul ein Feld nehmen und hier verwenden. Dafür muss ich hier klicken auf Map. Da kann ich Felder verwenden des ersten Moduls und ich wähle hier Appointment ID. Okay. Mehr braucht es jetzt nicht von der Terminbuchungsseite.
schiebe das ein bisschen rüber, einfach aus Platzgründen. Und nächstes Modul ist, ich gehe hin und hole die Website dieser Person und mache das bereit, damit ich mit AI etwas machen kann damit. Das heißt, suchen nach HTTP und ich glaube, wir verwenden hier einfach Make a Request. Okay, HTTP, Make a Request, das tut eigentlich genau das, was ein Webbrowser tut, wenn du etwas eingibst in die Adresse. Also geben wir auch etwas ein hier in die Adresse und das ist jetzt das Feld, das die Person ausgefüllt hat in dem Formular, das vierte Feld in meinem Formular. Hier 1, 2, 3, 4, muss ich in meinem Fall wissen. Aber ich finde das Feld jetzt in diesem ganzen Ding hier Forms. Hier gibt es mir Values und den Wert. Aber ich sehe hier, ich muss da noch angeben, dass es eben nicht einfach das Erstbeste nimmt, das wäre dann Feld 1, sondern hier muss ich in die Klammern ein 4 reingeben. In meinem Fall viertes Feld. Alles andere ist genau gut. Lass ich einfach so, mach nichts. Okay? Nur gesagt, viertes Feld aus diesem Modul. Die Farben zeigen ein bisschen, aus welchem Modul die Felder kommen. Jetzt haben wir also die Website dieser Person geholt. Das ist aber ein großes Stück Code, das nicht unbedingt nur super gut lesbar ist, wenn man den Code anschaut. Das heißt, wir schmeißen jetzt alles, was Struktur der Seite ist, Programmierung im Hintergrund, alles das, was nicht relevant ist für den Inhalt, schmeißen wir weg. Dazu verwenden wir ein Modul Textparser, genau. Und hier gibt es eine Funktion HTML to Text, das ist genau das, was wir brauchen. HTML umwandeln in normalen Text. Super. Jetzt muss ich das HTML eingeben, das habe ich in diesem Modul erhalten, das heißt im helleren blauen Modul, ich klicke hier rein, das ist das heller blauere oder das kräftigere Modul und hier hole ich einfach Data heraus. Das, was das mir liefert. Dieses rote Modul schmeißt alles Unnötige weg. Gibt jetzt eine Warnung, weil es nicht das letzte Modul sein will, wenn es das macht. Ja, okay, wir machen weiter. Hier kommt jetzt AI ins Spiel. OpenAI. Create a completion. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Text und analysieren das ein bisschen. Zuerst wähle ich das Modell. In meinem Fall habe ich das 4o-System, weil ich auch einen Pro-Account habe auf platform.openai.com, dort ein bisschen Geld reingeladen habe. Sonst ist bei dir vielleicht 3.5 oder je nachdem, wann du dieses Video schaust, ist vielleicht GPT-7 schon da, und das Prinzip wird gleich bleiben. Okay? Jetzt muss ich meine Prompts eingeben. Ich muss OpenAI, also dieses GPT jetzt, sagen, wer, als was soll diese Maschine jetzt handeln? Welche Erfahrung hat die? Und wie ich auch das Resultat will. Ich will jetzt also, dass OpenAI diesen ganzen Text anschaut, das ist die Startseite eigentlich der Website der Kundin, die sich angemeldet hat, und die Essenz davon zusammenträgt, damit ich vorbereiten kann. Ich habe jetzt also die Möglichkeit, hier Prompts einzugeben. Als erstes Grundeinstellungen, System, da habe ich einen Prompt in meiner Zwischenablage und das heißt, du bist ein Top-Business-Coach und verstehst die Herausforderungen von kleineren
Unternehmen in den Themen Positionierung, Branding, Online-Sichtbarkeit, Calls to Action. Das kannst du natürlich anpassen an deine Situation und ich werde das auch noch weiter schleifen. Du hilfst ihnen, sich klar zu positionieren, ihre Wunschkunden zu definieren und ihre Websites zu optimieren. Aus deiner Erfahrung erkennst du schnell, was ihre Herausforderungen sind, wenn du ihre Website analysierst. Du verstehst auch, wie sie sich dabei fühlen. Du verwendest die Schweizer Schreibweise ohne Doppel-S. Dankeschön. Und jetzt, das Resultat muss gültiges JSON sein. Ohne zusätzlichen Text, also ein reines JSON-File. Achtung, Achtung, das ist nicht so kompliziert, wie es scheint. Also, es muss mit einem Ding anfangen und mit einem Ding enden, auch bei einer Fehlermeldung. Das ist so die Grundeinstellung. Wir kommen dazu, was dieses JSON ist. Jetzt nächste Message. User. Hier habe ich auch wieder ein Prompt vorbereitet. Und das lautet so. Werte die Website aus der nächsten Nachricht aus. Verwende, ich mache jetzt Punkt. Verwende in jedem Fall, auch bei Fehlermeldungen, dieses JSON-Format. Auch bei Fehlermeldungen. Kann ich streichen. Und jetzt, das ist JSON. JSON ist ein kleines File, das fängt immer an mit dieser geschweiften Klammer und dann mit Bezeichnungen, also wie ein Name und ein Wert. Also Name, Doppelpunkt, Wert und dann Komma, Name 2, Doppelpunkt, Wert und so weiter. Hier habe ich jetzt da eine Vorgabe für ChatGPT, eigentlich ein Beispiel. About, erste Bezeichnung und dann Wert habe ich leer, zwei Anführungs- und Schlusszeichen ohne etwas drin. Dann Custom One-Line Intro. Das ist so ein Einzeiler, das ich in der E-Mail verwenden will, wenn die Person sich anmeldet. Da drin habe ich jetzt gesagt, schreibe ein simples einzeiliges E-Mail-Intro, das etwas wie, ich habe gesehen, dein Business bietet XY an, beinhaltet. Okay. Dann nächstes Ding sind die Top 3 Herausforderungen. Da schreibe ich vielleicht noch etwas dazu. Finde die größten 3 Herausforderungen dieser Person in Bezug auf ihr Online-Business. Keine Ahnung, wie gut das jetzt rauskommt. Dann Quick Win, auch leer, finde ein Quick Win und nimm dabei Bezug auf ihre Tätigkeit. Okay, damit es wirklich ein bisschen personalisiert ist. Nächstes Feld Fehlermeldung, ist alles ein bisschen eingequetscht hier. Schreibe hier allfällige Fehlermeldungen rein. Dann habe ich noch ein Feld Navigationsmenüpunkte. Schreibe hier die ersten 5 Navigationspunkte im Hauptmenü rein. Dann hier noch URL der Website. Das sind Felder, die ich mehr für mich zum Check habe, ob es wirklich richtig gerechnet hat. Methode, wie hast du die Webseiten gefunden und so weiter. Und dann, wenn du die Website nicht lesen kannst, gib eine Fehlermeldung aus. Mit dem Grund, falls du einen angeben kannst, schreibe nichts in die anderen Felder im JSON. Okay. Dann geht's aber weiter. Und zwar habe ich jetzt den Website-Inhalt noch gar nicht an die AI mitgeteilt. Also hier habe ich geschrieben, werte die Website aus der nächsten Nachricht aus. Hier ist die nächste Nachricht, User. Website-Inhalt. Und hier will ich ein Feld aus dem roten Modul, nämlich den Text, den ganzen Text. Das ist das einzige Feld, das ich hier habe. Das ist der Website-Inhalt. Okay. Jetzt mache ich nochmal eine Message.
User. Das ist ein bisschen ein Trick hier. Ich erinnere die AI nochmal daran, dass das Resultat ein gültiges JSON sein soll. Warum? Weil ich das halt jetzt ein paar Mal getestet habe und die AI manchmal ein bisschen eigenwillig und ist und dann irgendwie noch anderes Zeug in das Feld reinpeppt. Und das führt dann dazu, dass unsere Automation das nicht mehr sauber verarbeiten kann. Okay. Max Tokens da, ein 0 rein, dann nimmt es die maximale Anzahl. Ist schon ein bisschen wichtig. Okay. Jetzt habe ich also die Website ausgewertet, aber noch nichts wirklich an mich ge-emailt. Ich habe ein kleines JSON-File erhalten und das will ich jetzt in weiteren Modulen nutzen. Das heißt, ich suche jetzt nach JSON. Parse JSON heißt, übersetze dieses kleine JSON-File. Da mache ich hier nichts. Es soll selber versuchen, das auszuwerten. Und hier nehme ich jetzt also aus dem grünen Modul, nämlich AI, das Resultat, Result. Pam. Mehr muss ich hier nichts tun. So einfach ist das. Jetzt will ich eine E-Mail generieren aus diesen Inhalten. Und dann sehen wir schon bald, wie die ganze Geschichte vielleicht funktioniert. Send an E-Mail. In meinem Fall ist Gmail, aber du kannst auch andere Dienste verwenden. Da habe ich die Verbindung schon hergestellt. Wenn du das nicht hast, musst du hier schnell mit Add deine Verbindung einrichten. Und sonst ist das immer bei all diesen Modulen mit diesem Online-Help sehr gut erklärt, Schritt für Schritt. Jetzt sende ich das an mich selbst, da will ich niemand belästigen damit. Das heißt, ich ich sende das an meine E-Mail-Adresse, könnte auch weitere angeben. Und neues Erstgespräch mit. Und jetzt nehme ich da First Name, Abstand. Last Name, das ist der Betreff. Und hier wird es lustig. Den Inhalt. Ich habe hier einen Text vorbereitet. Wir gehen das schnell durch und passen das an. Okay. Hallo und dann die Felder First Name, Last Name. Dann, ich habe ein bisschen HTML, das sind Umbrüche in HTML, damit es da nicht alles nur auf einer Zeile hintereinander anreiht. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Nochmal eine Zeile weiß. Dann Custom One-Line Intro aus dem grünen Modul. Das kann ich jetzt noch nicht genau definieren. Dann nochmal eine Zeile weiß. Leute in deiner Situation haben oft, strong heißt fett geschrieben, diese Herausforderungen. Nochmal Umbruch, vielleicht zwei. Top 3 Herausforderungen sollen da dargestellt werden. Dann nochmal eine Zeile weiß. Könnte dieser Quick Win zu deiner Website passen? Nochmal eine Zeile weiß, der Quick Win. Nochmal eine Zeile weiß. Wir werden sicher ein spannendes Gespräch haben über solche Dinge. Gruß Sam. Das speichere ich jetzt einfach mal so. Diese Felder sind noch nicht richtig verhängt. Und dazu brauche ich erstmal Daten. Wie mache ich jetzt das? Ich lasse das mal laufen, run once. Das hört jetzt einfach mal und wartet auf ein neues Erstgespräch. Macht eigentlich nichts, bis jemand kommt und ein Erstgespräch bucht. Das machen wir aber jetzt eben genau. Und ich sage, Thomas Hans Vasairi hat eine E-Mail-Adresse. Das ist alles jetzt für diesen Fall jetzt nicht wichtig, weil ich nur das Feld Nummer 4 gebraucht habe in der Automation. Die anderen Felder sind natürlich für mich interessant. Wenn jemand bucht, könnte ich auch in die Automation mit einbauen.
bringt den Rahmen ein bisschen heute, sandsteiner.net. Jetzt ist das immer noch am Hören, das heißt, ich sende das jetzt ab und wir schauen, es wird nicht das Ganze funktionieren. Wir machen das jetzt erstmal nur für die Daten. Bang. Das heißt, jetzt hat es gefunden, diese Bubbles erscheinen und hier ist AI jetzt am Rechnen. Hier wird es klemmen. Irgendwo wird, nein, es hat nicht geklemmt, aber die E-Mail wird noch nicht sauber strukturiert sein. Aber wir haben jetzt Felder, wir haben jetzt erste Beispielsdaten und das heißt, ich kann jetzt in diese E-Mail rein und ich weiß, ich will die Custom One-Liner aus diesem JSON. Leute in deiner Situation haben oft diese Herausforderungen, die Top 3 Herausforderungen, nämlich auch aus dem JSON. Könnte dieser Quick Win, kommt auch aus dem JSON, super, oder? Wir werden sicher ein spannendes Gespräch haben über solche Dinge. Könnte man schöner formulieren. Natürlich, wir könnten natürlich in der Automation auch direkt ein PDF generieren und hier als Attachment anhängen, aber das für ein weiteres Video machen wir dann solche Dinge in Bezug auf Personas. Wir nehmen AI uns zur Hilfe, machen da mit einem Word, mit einer Word-Vorlage dann automatisch ein PDF. Abonniere diesen Kanal für dieses Video. Und das Glöckli, damit du dann auch informiert wirst, die Glocke anwählen in meinem YouTube-Kanal. Okay. Klicke OK, das E-Mail ist jetzt formatiert. Was wir jetzt tun, wir stornieren das, den Termin und führen das durch und schauen dann, ob es wirklich eine E-Mail an mich generiert hat und ob diese E-Mail einigermaßen lesbar formuliert ist, formatiert ist und ob der Inhalt dieser E-Mail einigermaßen passt zu meiner Website. Also Termin stornieren brauchen wir nicht, brauchen wir neu. Termin abgesagt, super. Weiteren Termin vereinbaren. Achtung! Wir müssen jetzt zuerst das in den Hörmodus schalten, Run Once. Das hört jetzt. Wenn du fertig bist mit dieser Automation, dann kannst du hier unten auf einschalten, damit es dann immer hört. Okay, jetzt haben wir das einfach für eine Durchführung. Hört das mal. Und wenn wir jetzt buchen, da haben sie das Hiri schon ausgefüllt, super. Samsteiner.net. Wir könnten jetzt auch, nachher machen wir es noch mit einer wildfremden Website. Das ist noch am Hören. Ich Buchung abschließen und zack, es fängt an. Fängt hier durch. AI schaut sich das Ganze an, macht sich Gedanken. Wow, super. Sollte jetzt eine E-Mail generiert haben. Hier ist die E-Mail und wir schauen es jetzt mal an. Hallo Thomas Hansvasheiri, schon mal gut. Ich freue mich auf das Gespräch. Nehmen wir mal so. Ich habe gesehen, dein Business bietet Unterstützung zur Steigerung der Online-Sichtbarkeit ein. Das passt jetzt wirklich sehr gut zu meiner Website. Leute in deiner Situation haben oft diese Herausforderungen. Erstens Generierung von Leads ohne Kaltakquise. Wow, das passt super. Da steht nichts davon auf meiner Website. Kein Wort von Kaltakquise, weil ich nichts mit Kaltakquise am Hut habe. Und das ist aber, das passt. Zweitens Umsetzung von Sales Funnels und Online Marketing. Das stimmt. Ist aber ein bisschen sehr breit jetzt. Und Einsatz von Automationssoftware wie Make.com. Haha, das ist jetzt wirklich recht lustig, weil die Automation in Make.com ist. Aber ich hab doch etwas darüber, glaube ich, auf meiner Website. Anleitung für Make.com auf Deutsch. Automation mit Make. Das hat darauf geschlossen. Okay. Wir machen noch einen Test mit einer branchenfremden Person, die ich nicht kenne.
könnte dieser Quick Win zu deiner Website passen? Ein schneller Gewinn wäre das Angebot einer kostenlosen Mini-Beratung, um potenziellen Kunden einen Vorgeschmack auf deine Dienstleistung zu geben. Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen über die Prompts, aber so schlecht ist es auch wieder nicht. Super, hat funktioniert. How cool is that? Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit einer wildfremden. Stornieren diesen Termin, dass mein Kalender wieder frei ist. Und wir schalten die Automation jetzt in Run Once. Und wir suchen irgendwie eine Website. Die Automation ist im Hörmodus. Ich suche, was wollen wir? Etwas, das ich überhaupt nichts damit zu tun habe. Hundetherapie Wien. Und da die. Ja, ich klicke das Erstbeste an, mache mir da nicht viele Gedanken. Und, aber was ich eigentlich will, ist die Startseite. Das wäre das, was die Person eingeben würde im Formular. Wenn ich jetzt diese Nika Gerlich wäre, würde ich meine Startseite angeben, oder? Du ja auch. Das ist in Wien, hat nichts mit mir zu tun, kenne ich nicht, war nicht Kundin von mir, nichts. Sie macht jetzt fiktiv ein Erstgespräch mit mir, und zwar auch wieder Freitag 9.30 Uhr. Name kann Thomas Hans was Heiri bleiben, E-Mail ist meine, ich will natürlich nicht, ich schreibe nichts da rein, nur hier. Geben wir, wir schauen, das ist noch am Hören, wir senden das Formular ab, Buchung abschließen und hier, zack, geht es los. Ich hoffe, es macht hier keine Fehler im JSON, manchmal sind das die Launen von AI. Super, alles durchgelaufen, wir schauen uns jetzt die E-Mail an. Hallo, Thomas Hans-Washeide, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe gesehen, dein Business bietet Psychotherapie und tiergestützte Therapie an. Leute in dieser Situation, in deiner Situation haben oft diese Herausforderung, Online-Sichtbarkeit erhöhen, also nicht dasselbe wie in meinem Fall. Klare Positionierung im Markt, das stimmt, und Auffindbarkeit durch SEO verbessern. Finde ich jetzt recht gut, diese drei, sind natürlich drei von vielen möglichen. Könnte dieser Quick Win zu deiner Website passen? Füge Kundenbewertungen auf der Startseite hinzu, um Vertrauen zu schaffen und neue Kunden zu gewinnen. Eigentlich sehr guter Tipp. Sehr gut. Schauen wir, ob sie das nicht schon hat. Das wäre natürlich ein bisschen peinlich für mich, wenn ich da etwas vorschlagen würde, was schon da ist. Nein, also Nika Gerlich, das würde ich dir jetzt hier mit in diesem Video vorschlagen. Wenn du das siehst, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, bitte mach einen Kommentar, das würde mich extrem freuen. Sorry dafür, dass ich dich jetzt hier als Beispiel genommen habe. Aber jetzt bin ich irgendwie gerade in der Laune. Das Video ist offiziell hier fertig. Du kannst abonnieren, mir einen Daumen hoch geben, kommentieren und alles. Aber ich will das nochmal machen mit einem Basslehrer aus Deutschland. Nein, ich nehme irgendein Kaff in Deutschland. Frankfurt. Basslehrer aus Frankfurt. Ich nehme jetzt nicht das Oberste. Die Obersten haben wahrscheinlich gar nicht so Mühe, die brauchen gar nicht mehr Online-Sichtbarkeit. Das heißt, ich gehe jetzt zu denen, die ein bisschen ablosen. Und zwar auf Seite 4. Und ich will jetzt ein selbstständiger Basslehrer finden. Da, der Allround. Ah, nein. Nicht so einfach. Hier. Florians Bassunterricht. Das ist, schaut aus wie ein Selbstständiger. Ist nicht die Startseite, aber wir klicken mal rein. Florian.
Das ist die Startseite. Online-Bassunterricht. Wow, könnte auch für mich cool sein. Florian, Friedrich, wenn du das siehst, auch unbedingt Kommentar rein, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Wir nehmen aber die Startseite. Es lädt nicht sehr schnell die Website, das heißt, das wäre sicher ein Quick Win, das wird OpenAI aber nicht herausfinden. So. Okay. Das ist meine Website, florianspassunterricht.de. Automation schalten wir in den Hörmodus und wir gehen, stornieren diesen Termin wieder. Termin vereinbaren mit Sam. Freitag, Thomas Hansos Heiri. Und hier Florians Bassunterricht rein. Sehr cool. Das wurde abgeschickt. Die Automation geht los. Holt das Zeug. Es war eine kompliziertere Website, lief aber problemlos durch. Jetzt schauen wir aber, ob die E-Mail gut ist. Hallo Thomas Hansos Heiri, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe gesehen, dein Business bietet Online-Bassunterricht an. Super, knackig. Leute in deiner Situation haben oft diese Herausforderungen. Hohe Konkurrenz im Bereich Online-Musikunterricht. Finde ich sehr cool, wie es zugemünzt hat auf seine Situation, das habe ich ihm ja vorgeschlagen, Sichtbarkeit und Marketing, besonders um neue Schüler zu gewinnen. Da könnte man den Prompt ein bisschen inklusiver trainieren. Dann drittens Strukturierung und Organisation der umfangreichen Inhalte, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ja, das passt ein bisschen zu seiner Website. Könnte dieser Quick Win zu deiner Website passen? Erstelle eine gezielte Social Media Kampagne, die kostenlose Probestunden für neue Nutzer anbietet, um sie von der Qualität deiner Kurse zu überzeugen. Da bei diesen Quick Wins, glaube ich, müsste ich schon ein bisschen mehr noch schleifen an diesen Prompts, aber im Prinzip ist es nicht verkehrt. Ich weiß nur nicht, ob er das vielleicht auf Social Media wirklich schon anbietet, gehe ich jetzt nicht schauen. Aber im Prinzip hat diese Automation jetzt in drei Fällen meiner Website, diese Nika aus Wien und Bassunterricht in Deutschland, gut funktioniert. Was sind deine Gedanken dazu? Wie würdest du das weiter aufbohren? Ich werde weitere Videos machen über nützliche kleine Teilbereiche, zum Beispiel eben PDFs generieren aus einer Automation heraus. Da habe ich schon sehr, sehr coole Ideen dazu. Also freue ich mich auch über deine Kommentare und Ideen für weitere Videos. See you soon. Bye bye.